und herzlich willkommen bei der D-Schule. Es war ein langer Weg von der Kakaofrucht aus Mittelamerika bis in die Schokoladenfabrik in der Schweiz, wo feinste Schokolade zubereitet wird. Die Mayas bauten 600 nach Christus Kakao an und die Azteken mischten das erste Kakaogetränk. Im 15. Jahrhundert hat Christoph Kolumbus die Kakaobohne nach Europa gebracht. Die Schokoladenproduktion hat dann aber erst ein paar hundert Jahre später begonnen. Seit 1972 produziert der Familienbetrieb Eschbach Chocolatier Schokolade. Die Babyloner konnten Nachrichten auf Tontafeln versenden. Die Römer konnten Nachrichten auf Wachstafeln versenden. Und wir können Nachrichten auf Schokoladentafeln versenden. Wolltet ihr schon immer mal einem guten Freund süße Grüße schicken? Das geht ganz einfach. Ihr ladet die Schoko-Greets-App herunter. Dann wählt ihr eure Lieblingsschokolade aus, ladet ein Bild hoch und wählt das Design für die Verpackung. Und morgen ist der süße Schokogruß bei eurem Freund im Briefkasten. Glaubt mir, es gibt nichts Besseres als einen guten Freund. Außer einen guten Freund mit Schokolade.